bevor wir zum zweiten Teil übergehen, in dem ersten Teil, was war der Titel des ersten Teils? Der Fall Babylons, ja. Der Fall Babylons. Mit Babylon ist noch nicht der Satan selbst gemeint, das haben wir gelernt, sondern das ist die große Hure Babylons, das sind die gottlosen Mächte. Sicherlich wirkt Satan hinter ihnen, aber es ist noch nicht Satan selbst. Aber jetzt im zweiten Teil lernen wir das letzte Gericht kennen. Und jetzt sehen wir, wie Jesus der endgültige Sieger ist. Lass uns nicht der Satan. Lass uns Kapitel 19 und 20 nun kennenlernen. Möchten wir weiter mit den Teilfragen fortfahren. Ja, Zacharias, Can. Okay, wie preist eine große Schar Gott und warum? Also eine große Schar ruft im Himmel und betet Gott laut an. Und der Inhalt dieses Lobgesangs ist tatsächlich, dass Heil, Herrlichkeit und Kraft Gott gehören, weil seine Gerichte wahrhaftig sind und er das Blut seiner Knechte gerecht hat, das die Hure Babylon vergossen hat. Und 24 Älteste und die vier Gestalten, die wir schon vorher kennengelernt haben, die fallen nieder und beten Gott an und ja, ermutigen auch alle, Gott anzubeten. Und ja, sie singen viele Hallelujas und loben damit Gott. Und ja, damit preisen sie Gott. Und der Grund ist halt, wie ich schon gesagt hatte, weil Gott herrlich und allmächtig ist, weil seine Gerechte wahrhaftig sind und weil er ja durch den Fall der Hure und Babylons auch das Blut seiner Knechte gerecht hat, das sie vergossen hat. Mhm. Weiter bitte. Beschreibe die Hochzeit des Lammes, kann man uns vorstellen, wie bei einer Hochzeit, freuen sich alle, die teilnehmen, vor allem die Hochzeit des Lammes ist, der Bräutigam ist der Lamm, Jesus und die Gläubigen sind die Braut, die Braut wird auch mit schönen Leinen, reinem Leinen anziehen, die Kleidung der Gerechtigkeit und werden voller Freude den Bräutigam, das Lamm, annehmen. Und ja, Vers 9 sagt, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, ja, dass wir überhaupt mal auch dann bei der Hochzeit teilnehmen dürfen, aber dann noch, wenn noch was Schönste ist, dass wir als Braut des Lammes auch an dem Hochzeit teilhaben dürfen. Wirklich die Stimmung ist wirklich ganz anders als im ersten Teil beim Gericht. Wir haben dann die wahre große Freude an dieser Freude teilhaben und dem Bräutigam des Lammes annehmen. Danke. Wer ist der, der auf dem weißen Pferd kommt und was tut er? Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit errichtet und kämpfte mit Gerechtigkeit. Ja. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernen Stabe und er tritt die Kelter. Voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige, Herr der Herrin, ja, Jesus kommt und richtet die Menschen
mit seiner Gerechtigkeit. Und hier einmal 13 sagt, er heißt das Wort, sein Name ist das Wort Gottes. Ja, ich habe hier Johannes 1,1 gedacht, dass am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Gott war das Wort. Ja, Gott ist so an. Also, das habe ich nicht im Kopf nicht mehr. Entschuldigung. Johannes 1,1 möchte ich mal einmal lesen. Dann. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, das Wort war bei Gott, heißt der Jesus ist bei Gott gewesen. Das ist alles, dass Jesus über Jesus spricht. Ja, bis dahin. Danke. Beschreibe den Krieg zwischen dem Herr Gottes und den Heeren des großen Tieres. Kapitel 19, Verse 17 bis 21. Also als erstes sehen wir, also das wird auf zweierlei Art und Weise beschrieben, nämlich einmal wird es als ein Mahl beschrieben. Und ich sah einen Engel in der Sonne und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Das zeigt, dass jetzt das Gericht gekommen ist und was wollte ich jetzt sagen? Also das Gericht ist gekommen und wird in Form des Mahls dargestellt und wir sehen, dass dass keiner diesem Krieg oder diesem Endkonflikt entgehen wird und alle, die gegen Jesus und gegen Gott kämpfen, die werden gefressen werden und keiner von ihnen wird übrig bleiben. Und das, wie endet das Mahl? Alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Das bedeutet, dass nichts übrig gelassen wurde, dass alles gegessen wurde, dass keiner sich vor dem Gericht verstecken kann. Und das Zweite, wie das dargestellt wird, ist anhand des Bildes mit dem Krieg, also das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammeln sich, Krieg zu führen mit Jesus. Und wie geht dieser Krieg aus? Das Tier wurde ergriffen, der falsche Prophet auch, der verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten und lebendig wurden sie in den feurigen Pfuhl geworfen. Das heißt, das Tier und der falsche Prophet, den wir in Kapitel 13 kennengelernt haben, die wurden besiegt und in der feurige Pfuhl steht für den zweiten Tod und für die ewige Verdammnis, wie wir das auch zum Beispiel in Kapitel 21 sehen, aber auch in Kapitel 20. Und die werden jetzt ewig vernichtet und auch besiegt. Und damit endet dieser Krieg dann. Ja. Wie unterscheidet sich die Hochzeit des Lammes von dem großen Mahl Gottes? Ja, also in dem Vers 9 steht ja, und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Also das Hochzeitsmahl ist sehr herrlich und alle Gerechten, also die errettet werden dürfen, an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen. Aber das Mahl Gottes am Ende ist eigentlich eher wie ein Schlachtfest, also als ob nun alle die Ungläubigen und alle, die das Tier angebetet hätten, haben, am Ende verschlingen werden und auffressen. Ja. Noch die Anwendungsfrage, was
bedeutet es für die Gläubigen damals und heute, dass Jesus der endgültige Überwinder und Sieger ist? Na, Petrus, könntest du diese Frage beantworten? Ja, das bedeutet, dass es bedeutet Verschiedenes. Es bedeutet große Freude, also dass wir uns freuen und fröhlich sein dürfen. Ja, das ist auch die endgültige Bestätigung unseres Glaubens. Ja, soweit erstmal. Danke. Zur ersten Teilfrage. Wie preist eine große Schar Gott und warum? Da finden wir das Wort Halleluja. Wie oft? Daniel Essos? In Kapitel 19, Verse 1 bis 6. Wie oft findest du das Wort Halleluja? Genau, viermal. Das bezieht sich nicht nur auf den Untergang Babylons, sondern es bezieht sich vor allem auf Gottes Sieg. Es geht hier um den endgültigen Sieg. Die Engel loben Gott dafür, weil Gott endlich die Erlösung geschaffen hat. Das Böse war immer scheinbar überlegen, aber das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören Gott allein. Wollen wir einmal Vers 1 gemeinsam lesen aus Kapitel 19? Bitte. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Ja, wir haben in Kapitel 17 und 18 so viel von der großen Verführungskraft der großen Hure Babylons kennengelernt und auch von den gottlosen Regierungen wie das Tier, wie der falsche Prophet. Aber in Kapitel 19 heißt es, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Gott ist überlegen und seine Herrschaft ist stärker als alle gottlosen Mächte dieser Welt. Sie loben außerdem, wie Sarah Grace gesagt hat, sie loben außerdem Gottes wahrhaftiges und gerechtes Gericht. Das haben wir schon ausführlich heute Vormittag durch Mr. Petrus gelernt. Es gibt also keinen Zweifel über das Gericht Gottes, weil das Gericht Gottes ist wahrhaftig und gerecht. Weil die große Hure wird verurteilt, weil sie die Welt so sehr verführt und sogar das Blut getrunken hat von den Zeugen Jesu. Und auch für die Verfolger der Gläubigen, für die Folterer, für die Peiniger, für sie gibt es auch kein Entkommen. Gott rächt sie alle. Und in Vers 3 heißt es, der Rauch des Untergangs Babylons steigt in Ewigkeit. Das ist ein Indiz dafür, dass das Gericht über Babylon endgültig ist. Babylon wird endgültig zerstört werden. Und deswegen kommt es ein zweites Mal zum Ruf, Halleluja, weil der Untergang der großen Hure vollständig ist. Ewig, heißt es in Vers 3. Die Hochzeit des Lammes, hier sehen wir das Bild, Jesus ist auch, wie wir im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament immer wieder lernen, Jesus ist der Bräutigam, das neue Jerusalem, die ist die Braut Christi, das sind alle Gläubigen und alle Heiligen. Und das steht, ja, diese Vorbereitung der Braut auf die Hochzeit, heißt es in den Versen 7 bis 9, die Braut hat sich bereitet. Dann kann man sich an der Stelle fragen, wie können wir als die Braut Christi uns vorbereiten? Und das heißt, dann heißt es, das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was wir in den vorhergehenden Lektionen gelernt haben, aber wir dürfen unsere Kleider waschen und hell machen durch das Blut des Lammes Christi und uns darauf vorbereiten, dass wir zu unserem Bräutigam, Herrn Jesus, kommen und ihn treffen werden. Wer ist der, der auf dem weißen Pferd kommt? Hier sehen wir einen Mann, das ist nicht derselbe wie in Kapitel 6, was wir bei Hethe Johannes gelernt haben, sondern diesmal ist es, wie Sarah gesagt hat, unser Herr Jesus Christus, der als ein Richter erscheinen wird. Beim ersten Mal kam er als ein hilfloses Baby in die Welt, aber beim zweiten Mal kommt er als der Richter auf einem weißen Pferd mit einer königlichen Krone. Diese Krone zeigt seine Herrschaft. Seine Augen sind wie Feuerflammen, das heißt, niemand kann sich seinen Augen entziehen. Er weiß alles, er ist allwissend und außerdem geht aus seinem Munde ein scharfes Schwert.
Das erinnert uns an Hebräer 4,12. Das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Mehr dazu in den nächsten Folien. Wofür steht das, die Farbe Weiß? Das weiße Pferd steht für? Andrea? Reinheit. Reinheit, aber auch? Sieg. Des Sieges. Das ist eines der Schlüsselworte heute, des Sieges. Die Krone weist auf die Königsherrschaft Jesu hin, habe ich schon erwähnt. Und er kommt nicht alleine, sondern hinter ihm hat er solch eine enorme Rückendeckung, dass himmlische Heere hinter ihm folgen. Sie reiten hinter Jesus her. Das zeigt nochmal Jesu Herrschaft und seine Macht. Und das scharfe Schwert, wie eben angedeutet, aus seinem Mund überwältigt die Völker. Dieses scharfe Schwert symbolisiert Gottes Wort. Aber es ist nicht nur Gottes Wort im Sinne von zum Beispiel Gott liebt dich, sondern es geht hier um das Wort des Gerichts. Gottes Wort ist das Wort des Gerichts. Und mit diesem Schwert schlägt er die Völker. Das zeigt, dass Jesus der Richter ist. Er wird als der Richter wiederkommen, der die Völker mit seinem Schwert schlagen wird. Und dann haben wir die Namen Jesu kennengelernt. Es gibt 3 Stück. Was ist der erste Name? Das ist nicht so schwer, steht auf der Folie. Esra? Ja, treu und wahrhaftig. Und was ist der zweite treu Name? Treu und wahrhaftig. Sarah Reis. Ich suche es gerade. Einen Blick. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und der dritte? Andrea? König aller Könige. König aller Könige. Herr aller Herren. Der erste Name, treu und wahrhaftig. Das zeigt, dass Jesus sein Versprechen wahrmachen wird. Er kommt ganz sicher als der gerechte Richter, wie er verheißen hat. Er kommt, er ist treu, er hält sein Wort. Er ist treu zu seinem Wort. Und das Wort Gottes, das habe ich eben schon erklärt. Es geht hier darum, dass Gottes Wort erfüllt wird, dass Jesus als der Richter wiederkommen wird und dass Jesus mit dem Wort Gottes auch als Richter, mit dem Schwert des Wortes Gottes, als Richter die Völker schlagen wird. Zum Beispiel in Kapitel 19, Vers 13 heißt es, bevor Jesus mit dem Wort Gottes bezeichnet wird, heißt es, sein Mantel ist im Blut getaucht. Und danach, er heißt das Wort Gottes. Sein Mantel ist im Blut getaucht. Wir wissen nicht 100%, ich weiß es auch nicht, was mit dem Blut gemeint ist, aber eine mögliche Annahme ist, dass das mit dem Blut, das Blut der Märtyrer gemeint ist. Und dieses Blut kommt ja häufig vor, auch durch die große Hure Babylons, die das Blut der Heiligen getrunken hat. Aber Gott hat verheißen, dass er das Blut dieser Feinde Gottes rächen wird. Das heißt, Gottes Wort erfüllt sich in Jesus Christus, der als der Richter wiederkommen wird. Und drittens, König aller Könige, Herr aller Herren. Das, denke ich, spricht für sich, dass Jesus höher ist und keiner über ihn. Beschreibe den Krieg zwischen dem Herr Gottes und den Heeren des großen Tieres, haben wir von Samuel und von hinten an ja schon gelernt. Gibt es noch Ergänzungen dazu? Das ist das große Gastmahl Gottes, aber nicht ganz im Kontrast zur Hochzeit des Lammes. Was möchtest du dazu etwas ergänzen mit warmem Herz zum Gastmahl Gottes? Ja, also sehr interessant, dass der Krieg damit anfängt, dass die eine Partei sagt, kommt, die Feinde liegen da, frisst ihre Leichname, ja, weil der Sieg eigentlich schon natürlich schon sicher ist. Aber das ist Zeichen, dass es eigentlich kein Krieg in dem Sinne ist. Der Satan zieht aus zwar zum Kampf mit dem Tier, also das Tier und die Könige, die es verführt hat, die ziehen aus zum Kampf, aber für Jesus ist es eindeutig, einseitig ist es das Gericht über sie und ihr Schicksal ist schon beschlossen. Ja, das Schicksal ist beschlossen durch den, der auf dem weißen Pferd sitzt, nämlich Jesus, den Richter. Zusammen werden auch das Tier, der falsche Prophet, das sehen wir in den Versen 17 bis 21, innerhalb dieses großen Gastmahls Gottes. Sie werden in einem Augenblick ergriffen. Die Frage heißt ja, beschreibe den Krieg zwischen dem Herr Gottes. Aber wenn wir Vers 20 schauen, dann sehen wir, dass es gar nicht zu diesem Krieg kommt.
weil sie sofort und in einem Augenblick werden das Tier und der falsche Prophet ergriffen. Und sie werden, was wird noch passieren? Sie werden in den Pfuhl geworfen. Das heißt, der zweite Tod kommt über das Tier und den falschen Propheten. Nicht nur sie, sondern über alle, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet haben. Sie werden alle lebendig in den Pfuhl geworfen. Über sie hat der zweite Tod Macht. Das werde ich nicht nochmal eingehen, das ist klar, weil wir sehen bei der Hochzeit des Lammes die Herrlichkeit und auf der rechten Spalte sehen wir die Warnung, dass wir gefressen werden. Wir werden alle gefressen werden, wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht zu dem Lamm Jesu Christi, zur Hochzeit des Lammes kommen und uns darauf einlassen. Was bedeutet es für die Gläubigen damals und heute, dass Jesus der endgültige Überwinder und Sieger ist? Wer möchte dazu ergänzen? Vielleicht Daniel Essholz. Was bedeutet es für dich persönlich, dass Jesus der endgültige Sieger ist? Du hast heute gesehen, dass es viele Mächte gab, von der großen Hure Babylons angefangen, bis zum Tier und den falschen Propheten und alle, die das Tier angebetet haben. Sie wurden alle gefressen. Jesus war der endgültige Sieger. Was bedeutet das für dich persönlich? Weil ich weiß, dass Jesus der endgültige Überwinder und Sieger ist, darf ich auch mit diesem Bewusstsein leben. Und auch, weil ich auch weiß, dass ich auch, dass auch zum Beispiel heute auch die Irrlehren herrschen und in dieser Welt und es so scheint, dass eigentlich, das scheint, dass die gottlosen Irrlehren zum Beispiel des Zeitgeistes und herrschen, aber in Wirklichkeit Jesus herrschen wird und als der gerechte Richter wiederkommt und das bedeutet, dass sie auf diesen Jesus schauen dürfen und auf diesen Jesus auch harren dürfen, weil sie gewiss sind, dass Jesus als der Sieger wiederkommt. Danke. Und Samuel, was hast du dadurch gelernt? Was lernst du durch die Wahrheit und die Tatsache, dass Jesus der endgültige Sieger ist? Was bedeutet das für dein Leben? Was das für mich persönlich bedeutet? Versetze mich da immer so ein bisschen wieder in die Lage der Gläubigen in der damaligen Zeit hinein, die ja in der Verfolgung und in der Bedrängnis waren. Und für sie war natürlich, als sie das gelesen haben, für die Außenstehenden oder für die Ungläubigen war das natürlich was ganz Schreckliches, dass Jesus wiederkommt und sie haben versucht, das zu verdrängen. Aber für die Gläubigen war das natürlich war das gerechte Gericht und das Wiederkommen Jesu war ja eine sehr frohe Botschaft, weil das bedeutet ja, dass die bösen Feinde alle vernichtet werden und dass jetzt etwas, dass nach dem Gericht auch etwas Neues kommen wird, die Erlösung der Gläubigen von dem Gericht. Und für mich persönlich, das ermutigt auch persönlich mich, wie jetzt auch da in der Folie vorne steht, dass auch wenn ich mich in dieser Zeit, in der der böse Geist des Materialismus und des gottlosen Humanismus sehr herrscht, dass ich aber die Gewissheit und die Zuversicht haben darf und dass ich mich freuen darf auf das Gericht, weil durch das Gericht alle diese bösen Geister besiegt, also die bösen Mächte besiegt werden und Jesus, auf den ich mein Leben gebaut habe, der ist, der den endgültigen Sieg davontragen wird und
Das ist für mich persönlich auch eine große Zuversicht und ein großer Trost, dass ich auf der richtigen Seite stehen darf. Und gleichzeitig darf ich auch dadurch auch das Hirtenherz bekommen, dass ich auch meinen Freunden auch weiter dienen darf, damit auch sie auf der Seite von Jesus, dem Überwinder und dem Sieger stehen dürfen, damit auch, bevor es zu spät, auch sie in Jesus auch Überwinder sein können. Dankeschön. Lasst uns fröhlich sein und uns freuen auf die Hochzeit des Lammes und lasst uns mit der Zuversicht, weil Jesus der endgültige Sieger ist, weil er der Überwinder ist, wollen wir unser Leben als Zeugen Jesu hingeben, anstatt der großen Hure Babylons oder den Mächten des Tieres oder des falschen Propheten zu folgen und uns vor ihnen zu beugen, wollen wir viel lieber als die Zeugen Jesu Christi, als die Zeugen des Wortes Gottes unser Leben hingeben, weil wir wissen, dass unser Herr Jesus sicher wiederkommt, nämlich als der Richter, der die Völker mit seinem Wort, mit dem Schwert des Wortes schlagen wird. Jesus ist der Richter und er ist der Überwinder und darum können wir uns freuen. Mit Freude und Zuversicht dürfen wir uns für das Werk des Wortes einsetzen und vorwärts ziehen. Wir dürfen alle Überwinder sein. Lass uns darum Kapitel 19, Vers 9 einmal gemeinsam lesen. 19, 9. Bitte. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Wir möchten auch Vers 16 gemeinsam lesen. Bitte. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und wir wollen auch das endgültige Gericht in Kapitel 19, Vers 21 noch lesen. Bitte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Kommen wir zur vierten Frage. Welche Maßnahmen ergreift der Engel gegen Satan? Also er kettet den Satan an seiner Hand und fesselt ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte dazu noch ein Siegel obendrauf, sodass er nicht mehr die Menschen auf der Erde verführen könnte. Ja. Danke. Gehen wir weiter Peter Josef. Was zeigt die Fesselung von Satan über seine begrenzte Macht und über die Herrschaft Gottes? Ja, wir haben ja gehört, dass Satan für 1000 Jahre angekettet werden sollte. Ich fand, dass insgesamt der Satan nur für eine sehr kurze Zeit regiert hat, bevor er wieder von Jesus und von Gott besiegt wurde und für 1000 Jahre gefesselt wurde. Und das zeigt nochmal, dass Satan eigentlich keine Macht hat, sondern auch er letztendlich unter der Herrschaft Gottes steht. Und dieser Fakt, dass Satan auch nur ein Wesen ist, welches unter der Herrschaft Gottes lebt und Jesus der wahrhaftige Herrscher ist, gibt, glaube ich, auch den Gläubigen die Ermutigung und die Hoffnung, dass sie nicht unter Satan leben müssen, sondern bis zum Ende als Überwinder leben können, indem sie darauf hoffen dürfen, dass Satan besiegt wird und letztendlich auch nur unter Gottes Kontrolle ist. Ja. Andrea? Was passiert während dieser 1000 Jahre auf der Erde? Also einmal, wie in Vers 4 steht, gibt es die erste Auferstehung, dass die Christen bzw. diejenigen, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses willen, dass diese lebendig werden. Und dann gibt es auch noch in diesen 1000 Jahren die zweite Auferstehung. Und diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben,
Sie werden dann als Priester Gottes und Knechte Gottes mit Gott 1000 Jahre lang regieren. Ja. Daniel, ist es? Wer sind die Seligen, die in der ersten Auferstehung lebendig werden und mit Christus regieren werden? Also diejenigen, die die Seligen, die das sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung und die über diejenigen, die der zweite Tod keine Macht hat, sondern die Priester Gottes sein werden und auch mit ihm 1000 Jahre regieren werden. Ja, nächste bitte. Was passiert, wenn die 1000 Jahre vorbei sind? Verse 7 bis 9. Die 1000, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Ja, und er würde die Völker auf der Erde verführen und sie zum Krieg versammeln. Das steht Gog und Magog. Ja, das taucht in Hesekiel, Kapitel 83, 38 und 39 auf. Nach Hesekiel bezieht sich Gog auf die Könige von Meshech und Tubal, die aus der benachbarten Provinz Magog kommen, um in das wiederhergestellte Israel einzufallen. In den Psalmen werden sie als die Nationen dargestellt, die sich Gott und dem Messias widersetzen. Ja, auf jeden Fall Gog und Magog, sie sind den Versuchungen Satans zum Opfer gefallen und haben sich gegen Gott und sein Volk erhoben. Ja, sie umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Während die falsche Propheten und das Tier direkt in den Pfuhl geworfen waren, konnte der Satan noch 1000 Jahre im Gefängnis bleiben, aber nachdem der Satan losgelassen wurde, ja, der Satan tut ja keine Buße und aus Wut, was er tun würde, gegen Gott widersetzen. Danke. Und Josua, was ist das endgültige Schicksal Satans und aller, die mit ihm gegen Jesus kämpfen? Ja, der Teufel, der alle verführte, wird in die Hölle geworfen, wo auch der falsche Prophet war. Und ja, dort werden sie Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. Der Bamitz? Ja, warum erlaubt Gott es, dass der Satan noch einmal losgelassen wird? Ja, das ist eine interessante Frage, weil offensichtlich hat ja Gott die Macht, den Satan auch in den Pfuhl zu werfen, was er ja auch danach tut. Warum legt er ihn erstmal nur 1000 Jahre ins Gefängnis und lässt ihn dann wieder los? Der Satan hat auch nicht Macht, selber sich loszumachen oder aus dem Gefängnis auszubrechen. Ja, ich denke, der Grund ist der, der auch den Heiligen bereits einmal gesagt worden war, dass die Zahl der Erlösten noch vollzählig werden muss. Das heißt, die bis zum Ende, jetzt ist ja das Ende, die übrig gebliebenen, die noch erlöst werden sollen, die werden am Ende noch erlöst und gleichzeitig wird das Gericht ausgesprochen und alle, die dann eben nicht mehr sich bekehren, die werden auch nicht im Buch des Lebens gefunden und werden dann auch in den Pool geworfen. Dankeschön. Peter? Ja, wie werden die Toten gerichtet? Ja, Vers 12 sagt, dass die Toten groß und klein vor dem Thron erscheinen müssen und dann werden die Bücher aufgetan. Ja, gemäß Vers 13 sind das die Bücher, in denen die Werke der Menschen verzeichnet sind. So eine, das Mikro ist an. Ja. Das Mikro ist an. Hallo? Ja, sehr gut. Ja, so, sozusagen ein himmlisches Archiv. Es geht nichts verloren, was die Menschen getan haben. Alle guten und bösen Taten sind verzeichnet und
werden beim Gericht wieder hervorgeholt und die Menschen werden nach ihren Werken gerichtet. Und dann Vers 12b sagt, es gibt noch ein anderes Buch und das ist das Buch des Lebens. Das haben wir auch schon kennengelernt. Das ist also das Buch, wo alle verzeichnet sind, die Jesus als ihren Heiland angenommen haben. Die sind im Buch des Lebens verzeichnet und das kommt jetzt hier auch zum Tragen, dass die eben jetzt gerettet werden durch die Gnade Jesu. Ja, Jochen. Welche Bedeutung haben das Buch des Lebens und der zweite Tod im Gericht? Ja, das Buch des Lebens, das ist das Buch, wo Gott ursprünglich alle Namen der Menschen, die geboren werden, geschrieben hat, aber die ihn nicht angenommen haben, werden aus diesem Buch gestrichen. Und alle, die jetzt nicht in dem Buch des Lebens gefunden werden, denen steht jetzt so dieser zweite Tod bevor. Das heißt, diese ewige Verdammnis, dieses ewige Getrenntsein von Gott, diese Zeit, wo es keine, weder Buße noch Gnade gibt, das heißt, wo es wirklich das die Zeit des zu spät gekommen ist. Und dieser zweite Tod ist also ein ewiges Getrenntsein von Gott. Hm. Danke. Esra, darfst du noch die letzte Frage beantworten? Ja, was bedeutet das vollkommene Gericht Gottes und die Gerechtigkeit Jesu für uns Gläubige? Also das vollkommene Gericht Gottes und bedeutet, dass dieses Gericht von Gott gerecht ist und dass diejenigen, die an Jesus bis zum Ende festhalten und mit ihm leben und mit ihm kämpfen, das ewige Leben empfangen werden und bei Gott wohnen werden. Aber diejenigen, die es bis zum Ende ablehnen und Gott nicht annehmen wollen, werden die Strafe und werden die Strafe von Gott empfangen und diese Gerechtigkeit dürfen wir auch dankbar annehmen und erkennen und so auch bis zum Ende auch wie die Gerechten leben und so bis zum Ende an Jesus festhalten, so wie auch der Leitvers auch aus Offenbarung 2,10 sagt, dass wir auch bis zum Tod an Jesus festhalten können, um so auch die Krone des ewigen Lebens zu empfangen und dadurch auch das Reich Gottes zu empfangen und mit dem Lamm Jesus auch zu leben. Sehr gut. Zu dieser letzten Anwendungsfrage kommen wir gleich nochmal gemeinsam zu sprechen. Dankeschön, Esra. Wir haben gesehen, dass der Drache für 1000 Jahre gefesselt ist. Der Drache, das ist der Teufel. Er wird problemlos gefesselt. Deswegen hat dieser Engel diese große Kette und auch den Schlüssel. Schlüssel steht für die Vollmacht und die große Kette steht dafür, dass er jemanden binden muss, nämlich das ist der Drache. Und der Höhepunkt der Fesselung Satans geschah schon durch den Tod Jesu am Kreuz. So heißt es auch in Hebräer Kapitel 2, 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Der Satan ist jetzt schon gefesselt. Es geht hier nicht um einen Sieg, der in der Zukunft liegt, sondern er ist schon, der Sieg ist schon erlangt worden durch Jesus Christus, der am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, wir haben den Sieg schon sicher. Der Teufel ist jetzt gebunden, er ist angekettet. Warum ist er angekettet? Kapitel 20, Vers 3 sagt, damit er die Völker nicht mehr verführe. Das heißt, die Macht des Satans ist extrem eingeschränkt und ist auf dem sicheren Weg, um endgültig in den ewigen Pool geworfen zu werden, wenn unser Herr Jesus wiederkommt. Das Ende ist schon sicher. Und dann haben wir gelesen, dann wird er für eine kurze Zeit, aus dem Abgrund freigelassen. Diese kurze Zeit steht also in einem sehr starken Kontrast zu dieser langen Gesamtheit der 1000 Jahre. Und was ist dann was sind diese 1000 Jahre? Ich habe gelernt, das ist die Zeit zwischen dem ersten Erlösungswerk Jesu
und seinem zweiten Kommen. Wir befinden uns schon in dem tausendjährigen Reich, nachdem wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser persönlich angenommen und unsere Kleider durch das Blut des Lammes Jesu Christi reingewaschen haben. Das heißt, jetzt ist die Zeit, dass wir gemäß des heutigen Leitverses aus Kapitel 20, Vers 6, teilhaben an der ersten Auferstehung. Das erinnert uns an Epheserbrief, Kapitel 2. Epheserbrief, Kapitel 2, haben wir gelernt, wir sind mit Jesus auferstanden. Wir sind mit Jesus auferweckt worden. Und deswegen haben wir schon Teil an der ersten Auferstehung. Wir haben schon Teil an der ersten Auferstehung, weil wir mit Jesus Christus auferstanden sind. Die zweite Auferstehung ist körperlich und wird stattfinden, wenn unser Herr dann als der Richter wiederkommen wird. Diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, gemäß Vers 6, sie werden 1000 Jahre mit dem Herrn Jesus Christus regieren. Jetzt ist die Zeit, dass wir mit Jesus, dem Herrn und Richter, regieren. 1000 Jahre. Wir werden mit ihm regieren, als Priester Gottes und als Priester Christi. Das ist unsere Identität, mit der wir so lange leben, bis unser Herr auf einem weißen Pferd, nämlich als der Richter und als der König der Könige, ein zweites Mal wiederkommt. Wer sind dann diese Seligen? Vers 4 gibt uns schon Aufschluss darüber. Vers 4 sagt, das sind diejenigen, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes willen und die nicht angebetet haben, das Tier. Das sind alle nicht Götzenanbeter, sondern es sind alle die, die, wie wir schon mehrfach in den vorhergehenden Kapiteln kennengelernt haben, die um des Zeugnisses des Wortes Gottes willen, die um des Zeugnisses Jesu willen sogar ihr Leben als Märtyrer hingegeben haben. Es sind die Verfolgten, die dem Herrn Jesus bis zum Tod treu geblieben sind, wie Offenbarung 2,10 sagt, die das Tier nicht angebetet haben, wie in Kapitel 13, noch sein Bild und auch die das Zeichen auf der rechten Hand oder der Stirn nicht angenommen haben. Jesus verspricht all diesen Gläubigen, all diesen Märtyrern jener und auch der heutigen Zeit, dass sie direkt in sein himmlisches Reich versetzt werden. Sie haben Teil an der ersten Auferstehung. Lasst uns den Leitvers 6 gemeinsam lesen, bitte. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das sind all diejenigen, die teilhaben an der ersten Auferstehung, während auf der anderen Seite die anderen Toten, das sind nämlich die gottlosen Toten, nicht lebendig werden. Sie können nicht regieren, sondern sie sind auf dem Weg in den ewigen Pool. Das haben wir schon gesprochen, dass der Satan dann nochmal kurz freigelassen wird und nochmal einige zum Krieg sammeln wird, die Völker verführen wird, um möglichst viele Seelen noch in den Abgrund mitzureißen. Aber letzten Endes, er wird auch durch Gog und Magog, das sind alle Völker, wie Mr. Deborah gesagt hat, er wird nochmal mit Hilfe der gottlosen Nationen aus der ganzen Welt arbeiten. Aber er ist auf dem Weg, um in den ewigen Pool geworfen zu werden. Es gibt noch eine feindliche Armee, die zahlreich ist wie der Sand am Meer und Jerusalem, die geliebte Stadt, bedroht. Aber was ist das Ende? Das Ende ist, dass Feuer vom Himmel alle vernichtet, genauso wie damals Sodom und Gomorra. Alle Anhänger des Bösen werden mit einem Schlag vernichtet. Der Teufel wird in den Pool geworfen, samt dem Tier und dem falschen Propheten. Und der Teufel wird am jüngsten Tag schließlich im Pool von Feuer und Schwefel enden. Gott lässt es zu, dass Satan seine Armee sammeln und alle Völker verführen kann. Ich denke, das hat der Wahn jetzt schon uns gut erklärt. Es ist die Zeit der Prüfung Gottes für die treuen Gläubigen, die selbst während dieser kurzen Zeit der Verführung des Satans auf Gottes Seite geblieben sind. Und was jetzt nicht auf der Folie steht, das hat der Wahn jetzt schon gesagt, nämlich nochmal die übrig gebliebenen Erlösten zu sammeln. Wie werden die Toten gerichtet? Peter hat uns gesagt, es gibt ein Buch, da sind alle Werke aufgelistet. Nicht die Werke, mit denen wir unser Heil erwerben können, weil das gibt es nicht, sondern das sind die Werke des Glaubens. Das Buch des Lebens enthält alle Namen der berufenen, auserwählten Kinder Gottes,
Das sind diejenigen, die den schmalen Weg wie unser Herr Jesus gegangen sind. Und Jesus verspricht auch in Kapitel 3, Vers 5. So wird, wer den Sieg erringt, in weiße Gewänder gehüllt und nie werde ich seinen Namen tilgen aus dem Buch des Lebens. Ich werde mich zu seinem Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Und welche Bedeutung haben das Buch des Lebens und der zweite Tod im Gericht? Der zweite Tod ist, wie die Jochen gesagt hat, das ist der geistliche Tod, das ist der ewige Pool, die ewige höllische Verdammnis. Es bedeutet ewige Trennung von Gott und wir erinnern uns an die Gemeinde in Smyrna, die getröstet wurde. Wer den Sieg erringt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Und das ist auch der heutige Leitvers. Der zweite Tod hat keine Macht über diejenigen, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Der zweite Tod hat keine Macht über diejenigen, die mit Christus als Priester Gottes und als Priester Christi ewiglich regieren, die an der Hochzeit des Lammes teilnehmen. Was bedeutet das vollkommene Gericht Gottes? Jeder wird vor dem Thron Gottes stehen. Es gibt keine Ausnahme. Alle Menschen müssen sich vor Gott verantworten und sie werden alle gerichtet nach ihren Werken, es sei gut oder böse. Diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, sie werden als Priester Gottes und Christi mit Jesus 1000 Jahre regieren. Und dann kommen wir auch schon zur abschließenden Anwendungsfrage. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet es für uns, an der ersten Auferstehung teilzuhaben? Und was bedeutet es für uns, dass Jesus der Richter ist, der ein zweites Mal sicher wiederkommen wird? Und auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass alles andere zerstört wird. Welche Orientierung gibt Gott dir, Josua, aufgrund des heutigen Textes, aufgrund des heutigen Bibelstudiums? Kannst du nur einen Punkt erwähnen? Ja, Gott gibt mir die Orientierung, als Überwinder und Sieger mit Jesus zu leben, durch den Glauben und durch den Gehorsam gegenüber seinen Geboten, weil die Menschen nach ihrem Glauben und nach ihren Werken gerichtet werden. Okay, bis dahin. Und Peter Josef, welche Botschaft hat Gott dir heute gegeben? Ja, ich durfte auch nochmal das Gericht Gottes kennenlernen, das auf jeden Fall kommen wird. Jesus wird als, wie wir ja durch die Erscheinung mit dem weißen Pferd gesehen haben, er wird als der gerechte Richter auf diese Welt kommen und jeder wird vor dem Thron Gottes stehen und nach seinen Werken gerichtet werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass auch ich einer derjenigen sein darf, die an der ersten Auferstehung teilhaben dürfen. Und dadurch darf ich mit Jesus zu den Siegern gehören, welche mit ihm regieren. Und Edin Anja, was hat Gott zu dir heute gesprochen? Also ich bin dankbar, dass ich auch an dem Sieg Jesu teilhaben darf und an der Auferstehung. Und ich habe gelernt, dass der Tod keine Macht über mich hat und das geht. Also, und ich möchte auch als Priester Gottes kämpfen und mit ihm regieren 1000 Jahre. Amen. Und fleißig dem Einladungswerk dienen. Mhm. Ja, danke schön. Und Sarah Gries, welche Botschaft hast du heute gehört? Also wie die anderen bereits gesagt haben, durfte ich auch hier nochmal kennenlernen, wie die Endzeit und die Zeit, die Endzeit und auch die Zeit des Gerichts ablaufen wird und dass es geistliche Realität ist, dass dieses Gericht kommen wird und schließlich auch, dass Gott die Menschen nach ihren Werken richten wird und
Ja, dann danke ich Gott, dass er uns dieses Offenbarung-Bibelstudium schenkt, dass er uns sozusagen schon eine Warnung gibt, dass wir uns auf diese Zeit vorbereiten dürfen und auch, indem wir am Wort Gottes festhalten, auch diejenigen sein dürfen, die auch an der ersten Auferstehung teilnehmen. Ja, und indem wir auch an dieser ersten Auferstehung auch durch die Gnade und durch das Blut des Lammes auch teilnehmen, dürfen wir auch als die Heiligen Gottes auch mit ihm regieren und in seinem Reich als Gottes königliche Priester gebraucht werden. Dankeschön. Mr. Priska, was möchtest du gerne teilen? Ja. Ich bin ermutigt, weil der als Überwinder an dem herrlichen Sieg Jesu teilzunehmen und bis hin zum Tod den Geist im Kampf zu führen. Da ist vor allem auch als Breit Jesu auch so vorzubereiten mit dem reinen Herzen auch an seinem herrlichen Sieg teilzuhaben und andere zu ermutigen, den endgültigen Sieg mit Jesus zu erlangen. Dankeschön. Ich habe auch gelernt, dass Jesus ist der Sieger, wie der Titel sagt, der letzte Sieg Jesu. Jesus ist der letzte Sieger. Und hier im Leitvers sehen wir ja, der zweite Tod hat keine Macht. Wir sehen immer eine Steigerung. Große Hure Babylons, das Tier, der falsche Prophet, die 10 Hörner und sogar der zweite Tod hat keine Macht über mich. Und deshalb darf ich getrost und siegeszuversichtlich sein, dass ich mein Leben mit der Identität als Hirte und Bibellehrer lebe und mit Jesus 1000 Jahre, das heißt mit Jesus ewiglich regiere. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern schon jetzt habe ich den Sieg sicher. Und deshalb darf ich jetzt schon als einer der Sieger und Überwinder mit Jesus über diese Erde herrschen, indem ich als Priester Gottes und als Priester Christi mein Leben sogar bis zum Märtyrertod einsetzen kann.